Hallo, ich bin der Buttermaker, bin 56 Jahre alt und bin Klemmbaustein-Messi. Und heute zeige ich euch von der Marke GX ein Traktor-Car, das ist die Setnummer DG-73A mit 270 Teilen. Mehr dazu aber nach dem Intro. Viel Spaß! Auch dieses Set habe ich von den Philippinen mitgebracht. Auch diese Marke ist mir gänzlich unbekannt. Wenn wir uns mal die Schachtel anschauen, also Traktor Car ist vielleicht auch ein bisschen irreführend, weil es handelt sich um einen Truck. Eine klassische Zugmaschine oder auch ein Race Truck. Ja, nett gemacht, hat nicht viele Teile und so sieht das Ganze von hinten aus. Auch dieses Fahrzeug kommt mit einem Pullback-Motor und gleich vorab, der Pullback-Motor, der ist nicht besonders gut. Also im Vergleich zu dem Racing-Car, das ich beim letzten Mal vorgestellt habe, das Video werde ich da oben verlinken, ist der Pullback-Motor hier ja eher ein Schneckenantrieb, aber macht nichts. Die Teile selber sind nämlich absolut hervorragend und da danke ich unserem lieben Skjöller für die Information, denn dank seines Brickipedias konnte ich herausfinden, dass diese Teile von Queasy Lee sind, und zwar die neuen Formen, die neuen Molds, und die sind absolut top. Nicht nur, dass die Farben sehr, sehr gut sind und ja, es gibt kaum Farbabweichung zwischen den Standard Bricks und den Panels, ist es ein geringfügiger Unterschied, aber ansonsten absolut top. Und auch von der Klemmkraft kann ich die wirklich nur empfehlen. Sind super Steine, super Teile. Und ja, von der Optik her, ich finde den knuffig. Ein schöner kleiner LKW. Vielleicht nehme ich den Pullback-Motor aus dem Racing-Car vom letzten Video und baue den da ein, weil dann geht der richtig ab. Ja, Türen kann man nicht öffnen. Und was gibt es sonst dazu zu sagen? Es gibt keine große Farbseuche. Es gibt eine rote Plate, die ist da verbaut worden. Hätte man auch grau machen können. Aber ansonsten sind es eigentlich nur die paar Farben. Schwarz, grau und blau und natürlich auch ein bisschen weiß. Und die Blinker natürlich in den entsprechenden Farben. Ich finde das Auto richtig toll. Von der Anleitung her kann man nichts falsch machen. Die ist super easy aufgebaut. Es gibt ein paar Sticker dazu. Ja, und was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, vom Preis her, es ist sogar ein Euro günstiger als das Racing Car. Okay, es sind noch 30 Teile weniger, aber vom Preis her völlig in Ordnung. Also knapp unter 15 Euro. Ja, das war es auch schon wieder. Und wie immer kommen jetzt am Schluss noch ein paar Bilder. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald. Ciao. Nicht vergessen!